The summit at Beaumont-Saint-Denis revealed that Operation Kraken is some kind of Nazi superweapon. Construction and development appears to be spread over multiple sites. Somewhere in France is a facility where they're conducting advanced propulsion and weapons testing. Its location is unknown, but the Resistance know the countryside better than anyone, and are confident they can find it. Additionally, the Kriegsmarines are preparing a field test of some kind of prototype in the English Channel. First, we're going to strike Operation Kraken's key production line at a factory in Marchesac. I'm regrouping with the Resistance and the US Rangers there. If we act quickly, we have a chance to stop Operation Kraken before it's too late. So we agree. Carl hits the factory. I prep the boat to Guernsey. Marie recons the countryside to find this research facility. Mm-hmm, oui. Agreed. Like hell it is. Our mission is complete. We've done our job and paid the price. We have our orders to return to England, and SOE promised to get it done, and I expect you to honor that commitment. Look, I'm sorry about your men, but... But nothing. I was told your outfit was professional. But Fairburn, who, don't forget, is the reason we're stuck here in the first place, waltzes in with week-old intel, and you drop everything to help him, what, chase rumors? I'm not the bad guy here. If you need to blame someone, blame the Nazis. Hey, who the hell do you think you are? Just a soldier. Like you. No, not like me. No, sir. I follow orders. I go where I'm told. I do what I am told. Operation Kraken could win the Nazis the war. We have more information than London does, and every second we waste following protocol helps the enemy. Every person you lose in this war should make you want to fight more, not less. The great Carl Fairburn. He's gonna win the war single-handed, even if it gets everyone else killed. You're a dangerous, insubordinate glory hound! If you keep this up, the whole town's going to hear you. You can help or you can get out of my way. Your choice. Back up. We're out of here. We can't persuade you to stay and help. Orders are orders. Very well. I said I'd get you back to Blighty in a while. But we'll lose the tide if we don't leave right now. I'll lead the way. Once you've dealt with the factory, meet me tomorrow night. I'll get you to Guernsey by hook or by crook. I'll be there. It's a good job you like working alone, Monsieur Shadow. Hey, sniper, take one of these. It should help you take something out. It packs quite the punch. Rat bombs. Straight out of the playbook. I'll put it to good use. We've got a man on the inside, huh? But he has outlived his usefulness. Name's Ehrlich. He's been giving us bad intel for weeks now. Ehrlich. SOE want him dead, too. His bad intel's finally caught up with him. I can get over the river by the dam, but it's exposed. Might have other choices. Should do some recon. Keine Ahnung, was mit dem anderen ist, aber einer wird gerade über...
there's another way into the factory? Whatever I do, better keep it quiet. I don't want to raise the alarm just yet. Better move it. Urlaub in Paris macht. Ja, der hatte Glück. Versucht schon seit einem Monat. Was wohl daheim gerade los ist.
Was für ein Tag. Ich freue mich schon auf mein Bier. Urlaub in Paris machen. Was für ein Tag. Ich freue mich schon auf mein Bier. Moment mal.
I'm in. Time to go to work. Got to take out the factory, then find the Kraken shipping manifest. All in a night's work. Nothing else. This will help. Shoots at rats, huh? Might not be as smart a move as he thinks it is. Thank you.
überall dieser verdammten Ratten. Und der Hauptmann erlaubt keine Katzen. Na schön, dann muss ich das selbst in die Hand nehmen. Hab schon länger keine... Oh, ihr habt euch ein Nest aus meinen Briefen gebaut. Tja, jetzt ist es was Persönliches. Oh, ihr habt euch ein Nest aus meinen Briefen gebaut. Tja, jetzt ist es was Persönliches. Überall dieser verdammten Ratten. Und der Hauptmann erlaubt keine Katzen. Na schön, da muss ich das selbst in die Hand nehmen. Er sollte um 22 Uhr hier sein. Ich soll keine Kugeln für Ratten verschwenden. Wollen wir uns für die Seuche einfangen? Das ist untragbar. Ja. Schon wieder zu spät. Ich soll keine Kugeln für Ratten verschwenden. Wollen wir uns für die Seuche einfangen? Das ist untragbar. Ja. Schon wieder zu spät. Kommt raus. Ich schieß auf mich. Versprochen. Verflixt. Ja, und ich hasse Unpünktlichkeit. Ich hab schon länger keine Ratte mehr gesehen. Hoffentlich hat er eine Feinde. Entweder wo ist er hin? Verstecken die Biester sich. Oder ich erlebe sie doch schneller als sie. Oh, ihr habt euch ein Nest aus meinen Briefen gebaut. Wo ist er hin? Tja, jetzt ist es was Persönliches. Kommt raus. Na los, komm schon. Wo ist er hin? Versprochen. Ganz ehrlich. Ich soll keine Kugeln für Ratten verschwenden. Wollen wir uns etwa die Seuche einfangen? Schnall die ab. Ich soll keine Kugeln für Ratten verschwenden. Wollen wir uns etwa die Seuche einfangen? Schnall die ab. Oh, ihr habt euch ein Nest aus meinen Blumen. Been playing Erlich's down. Bad intel with him. Keeps things nice and secure. Guess I grabbed everything useful.
time to move. Okay, time to go. Moment mal.
Shipping manifest should be in here. If any luck, it'll lead me straight to the Kraken test site. That must be where they keep the Kraken manifests. This'll come in very useful. Unglaublich, dass wir hier Nachtdienst haben. Der Sohn eines Reismünders. Ugh.
safe combination number. Good. This'll save me some trouble. Supplies, underground hospital. Got to be a cover story. Good. I know where to start on Guernsey. Got the manifest, but the job's not done until this factory is put out of production.
Gerüchte. Naja, von mir hast du es nicht gehört. Aber die Resistance. Moment! Klatsch und Tratsch. Werf jemand anderen mit deinem Insel. Spielverderber. Wie sollen wir denn die Patrouille ohne ein bisschen interessanten Klatsch durchhalten? Ist da jemand? Für wie bitte?
That blast furnace. That's the heart of the production process. Not for much. Be a shame if someone messed with the furnace's safety valves. A real damn shame. Okay. I need to do more to get the job done. This thing's already sounding unhealthy.
Can't find anything else. Missing a scope. Still useful. Here's where they roll the steel for everything from tank armor to U-boat hulls. Alles gut. Ihre Schwester trifft ihren Jugendschwarm wieder. Pech, mein Freund. Was? Ernsthaft? Seit wann das denn? Ich dachte, man hätte ihn über den Kanal abgeschossen. Verdammt! Diese Angeber von der Luftwaffe haben immer höllisches Glück! Ich würde mir jede Kugel einfangen, wenn ich dafür deine Schwägerin kriege. Das Band rutscht ein bisschen. Muss nachgezogen werden.
nicht so schlecht in Schuss. Ist bald wieder alles so gut wie neu. Das ist schlimm. Neuer Befehl für den Jäger. Wo ist er? Der Jäger? Er hat sich hier gemeldet. Door to the control room's locked. I could blow it with a satchel. There's got to be someone with the key around here. Okay. Must be somewhere to screw up the production line from here. Nothing else to find. Production line's down. Should throw a wrench in the works for Kraken.
This will come in very useful.
Ich habe so unglaublich viele Pläne. Dafür reicht deine beschränkte Vorstellungskraft nicht aus. Oh, ich kann mir viel vorstellen. Stopfst du wieder die ganze Zeit Socken? Nein. Schreib deiner Mutter einen Brief. Factory makes its own high-quality steel. I need to do something about that smelter. Schnell in Strafe. Ah!
They've left the smelting pot in its maintenance position, right over the furnace. That again anytime soon. They've left the smelting pot in its maintenance position, right over the furnace. They won't be using that again anytime soon. Gekriegt, der an einer Tragfläche hing. Und das hat er dir selbst erzählt? Halt den Mund, du Trottel! Time to relocate.
that's all. Can't find anything else.
find me if I stay here. Ranger Lieutenant Sullivan reports Fairburn gone rogue. Our U.S. allies at the OSS are backing Sullivan's demand for Fairburn's immediate recall. Dieser verdammte Schatten, wie ist das nur möglich? Ist allein! Sollen wir den Prototypen verlegen? Und wie erkläre ich das unseren ausländischen Kollegen? Nein, wir zeigen keine Schwäche. Die Vorführung läuft wie geplant weiter.